Sie werden mit Informationen konfrontiert, mit Worten konfrontiert, mit Musik konfrontiert, mit Texten konfrontiert. Und es wird automatisch Gefühl ablaufen. Es ist wie wenn man eine Zeitung liest. Ich lese eine Zeitung und je nachdem, was da drin steht, werde ich an manchen Stellen ganz leise in meinen Kopf Beifall klatschen. Ich werde sagen, das ist klasse, das ist toll, ach, das ist jetzt endlich ist es. Und an vielen anderen Stellen werde ich so einen Hals kriegen. Das passiert automatisch. Was ist ein Automat? Es geht hier eigentlich um das Verständnis der Worte. Ein Automat, Autos ist griechisch, heißt selbst und Mat, MT, ist tot. Ein Selbst, das tot ist. Eine Automatik. Matikos im Griechischen heißt ein Tor, ein Dummkopf, ein vollkommenes Unbewusstsein. Wenn ich von einer Automatik rede, zum Beispiel in einem Fahrzeug, dann schaltet diese Automatik von selbst, aber glaubt mir, sie weiß nicht, was sie tut und warum sie das tut. Die Automatik in der Waschmaschine, die lässt automatisch ihr Programm ablaufen. Sie weiß nur selber nicht, was sie tut und warum sie das tut. Und ich warte dich, ich sage euch, jeder einzelne von euch ist zurzeit noch ein Automat. Ihr glaubt zu wissen, was ihr tut und warum ihr das tut. Ihr habt zurzeit so viel Freiheit wie ein Embryo in der Mutterleib. Überhaupt keine. Ihr müsst da sein. Und ihr müsst das sein, was ihr zurzeit seid, ob ihr wollt oder nicht. Wenn ihr frei werden wollt, holt euch zuerst von dieser Riesenarroganz runter, die ihr in euch tragt. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst.